Betrachten wir nun den Fastnachtsbrauch des Pflugziehens in Stilfs. Für die eigenwilligen und traditionsbewussten Bewohner von Stilfs ist das Pflugziehen, das eigentlich nur alle 2 Jahre veranstaltet wird, ein aufregendes, amüsant, fröhliches Ereignis. Das Pflugziehen kann als eine entwickeltere Form des Blochziehens angesehen werden. Beim Blochziehen wurde lediglich ein möglichst großer Baumstamm von jungen Männern durch das Dorf gezogen. Wahrscheinlich wieder unter religiösem Einfluss oder infolge der Entwicklung der Gerätschaften wurde aus dem Bloch ein Pflug. Der Pflug gilt als Symbolgerät, das den Beginn der Frühjahrsbestellung des Bodens andeutet und zugleich in einem archaischen Bild den Ritus der Zeugung wiedergibt. Den Pflug in den Boden rammen, den Boden aufscheren, erinnert deutlich an die Geschlechtlichkeit von Mann und Frau, an die Gebärkraft und an die Zeugungskraft. So happy. Das Zeremoniell der Auftrennung einer mit Blut gefüllten Blase geht auf den alten Frühlingsbrauch der Tötung des Winters zurück. Beim Brauch in Stilfs ist die ursprüngliche Symbolik der Fruchtbarkeit etwas verdrängt worden. Obwohl auch hier das Pflugziehen auf das neu erwachende Frühjahrsgedeihen hindeutet. Die mitziehenden Figuren sind vor allem Bauern, Handwerker und Wanderhändler. Die Wanderhändler, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus Welschtirol anreisten und sich im Dorf niederlassen wollten, waren der heimischen Dorfbevölkerung ein Dorn im Auge. Der Fruchtbarkeitsritus in Stilfs bekundet demnach in hohem Maße die Auseinandersetzung der heimischen, arbeitenden Menschen mit den fremden Eindringlingen. Diese sollten durch ihre beabsichtigte Ansiedlung die geschlossene Dorfgemeinschaft nicht unnötig stören und entfremden. Nach dem kunterbunten Treiben, in dem sich jeder so gut wie möglich darstellt und in dem es lautes Gezeter, lebendigen Meinungsaustausch und große Meinungsverschiedenheiten gibt, versammelt sich die farbige Schar am Kirchplatz zum gemeinsamen Gebet. Darauf bekommt schließlich jeder Teilnehmer die von den Frauen des Dorfes zubereiteten Knödel zu essen. Nach manchen Quellen hat das Pflugziehen nur dann stattgefunden, wenn im Dorfe zu wenig Mädchen geheiratet haben. Damit sollte die enge Beziehung zwischen menschlicher Fruchtbarkeit und der Fruchtbarkeit des Bodens angedeutet werden. In manchen Gebieten Deutschlands fand das Pflugziehen am Aschermittwoch statt. Mädchen, die das Jahr häufig Tanzveranstaltungen besuchten, wurden auf den Pflug von Jungmännern an einen See oder Fluss gezogen, wo sie sich waschen mussten.